Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Grammatar. Ja, wie eben schon gesagt, ich musste leider die Lösung von diesem schweren, komplizierten Rätsel lösen. Googeln. Oh, lösen. Ich musste sie auch lösen, aber ich musste es leider googeln. Ich schaue nur mal ganz kurz, ob ich da vielleicht durch viel Überlegen vielleicht doch noch selber drauf gekommen wäre. So, da eine 0 für eine leere Karte steht, habe ich den Zufallsgenerator so eingestellt, dass es auf 99% aller Fälle 0 erzeugt. Okay. So, um jeden Buchstaben mit denselben Wahrscheinlichkeit erzeugen zu lassen, habe ich danach auf den Generator die Zahlen 1 bis 26 auf die verbleibenden Prozent eingestellt. Den Rest der Zahlen auf 0. Gut, wenn man das wirklich genau so wörtlich nimmt, dann ist das gar nicht so schwer. So. Und zwar ist dieses Zeichen hier das Prozentzeichen. Und wir haben es gleich. So. Scheint zu stimmen. Oh. Geht aber schnell. Okay. Okay, das Ding ist jetzt eingestellt. Drücken wir mal auf den Knopf. Na also, da hat sich was getan. Idrnzot PC. PC? Könnte was heißen. Es funktioniert. Komm schon, Laura, rede mit mir. Ich bin mir nicht sicher, was Laura mir versucht zu sagen, sofern das wirklich Laura ist. Ich bin mir... Okay. Ich. I'm. I und M? Ich bin mir nicht sicher, was Laura... Ich bin mir nicht sicher... Frag mich, warum da gerade Ich bin mir nicht sicher, was... So, Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher... Der Dialoggenerator ist richtig eingestellt. Ich hoffe, Laura kann darüber kommunizieren. Entschuldigung. Okay. Ich bin mir nicht... Ist ja noch nicht wirklich viel. Aber besser als gar nichts. Ich bin... Ja, das ist auch gar nicht so schlecht, hatte ich meinen. Ich muss nicht mehr nach Wein suchen. Besser als alles, was wir uns je hätten zusammenreimen können. So. Bin so ungeduldig mit der Leertaste. So, Terminplaner, Computerkamera, Keller, Arbeitstisch, Tafel. Da wird sich wahrscheinlich nichts ergänzt haben. Nee. Aber gut, wir haben die 5C-Forschung, Zufallsgenerator bauen, haben wir gemacht. Das. Oh Gott. Isolation. Das sollte ich heute erledigen. Wie auf Videokassette. Ich muss die Kamera jetzt benutzen und dann mir ein neues Logbuch. Im Moment will ich kein neues Video machen, aber ich sollte mir mal das Material ansehen, das ich schon auf meinem Computer habe. Habe ich ja schon gemacht. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht ist da ja irgendwas passiert. David, kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, ich brauche nichts. Okay. Brauche ich vielleicht doch was? Okay. Was ist das für ein Schrotthaufen in der Garage? Sie meinen das Motorrad?
Ich habe es auch gesehen und dachte, es gehört bestimmt Sam. Ich glaube, es ist kaputt. Das würde auch den Zustand erklären, in dem sie hier angekommen ist. Das Motorrad ist ein unerwünschter Schandfleck. Nun, da sowieso keine Menschenseele auf das Dread Hill Anwesen kommt, wird es vermutlich niemand sehen, oder? Das stimmt. Hören Sie, rufen Sie die Werkstatt in der Stadt an und sagen Sie, Sie sollen das Motorrad abholen. Dann sollen Sie das hässliche Ding irgendwie reparieren. Das ist aber großzügig von Ihnen, David. Ich will nur nicht, dass dieses Gör hier festsitzt und sich einnistet. Ist so nett. Schleicht das Mädchen hier irgendwo rum? Sie meinen Sam? Sie ist zur Universität gefahren. Gut, ich muss zugeben, sie hat heute Morgen viel geschafft. Und? Was halten Sie von ihr? Von wem? Na, von Sam. Sie sind heute Morgen aber nicht ganz bei der Sache. Also auf mich wirkt sie ziemlich selbstständig und tatkräftig. Zumindest faul ist Miss Everett nicht. Ja. Sie hat doch hoffentlich keinen Ärger gemacht. Ärger? Dieses Wort steht ihr in Großbuchstaben auf die Stirn geschrieben. Was nicht heißt, dass ich mit so einem Gör nicht fertig werde. Ich hoffe, dass sie ihre Sache gut macht. Im Labor herrscht das reinste Chaos. Und ich habe schon genug mit dem Rest dieses alten Hauses zu tun. Ja, das sagen sie oft. So, quasi den Dialog haben wir ja schon heute Morgen geführt. So. Ich denke mal, wir haben unten noch zu tun. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, was wir hier vorne überall noch schauen sollten. Gehen wir mal ins Hauptlabor. Auf dem Computer sind viele Stunden Material gespeichert. Ich will das alles aber erst durchgehen, wenn ich noch ein paar Sitzungen als Vergleichsmaterial habe. Okay. Okili-dokili. Wir gehen aber zurück, weil hier können wir ja nichts machen. Jetzt stolpere ich nicht mehr über Aktenberge, wenn ich hier durchgehe. Das ist wirklich eine Erleichterung. Hast du die Blumen gesehen? Nee. Im Moment wüsste ich nicht, was ich nachschlagen soll. Okay, ich glaube, wir müssen noch weiter im Mini-Labor machen. Aber das wüsste ich jetzt gerade nicht, was ich ehrlich bin. Aber gucken wir nochmal nach. So groß ist der Raum ja auch nicht, ne? So, also das haben wir abgehakt. Arbeitstisch, Tafel, Kamera, Computer. Der Dialoggenerator ist richtig eingestellt. Ich hoffe, Laura kann darüber kommunizieren. So. Ich bin mir nicht sicher, was Laura mir versucht zu sagen, sofern das wirklich Laura ist. Gehen wir mal in den Computer, vielleicht gibt es da ja doch irgendwas Neues. Nach wie vor erscheint Laura hier im Haus. Ich habe beschlossen, ein neues Experiment durchzuführen, um die Auswirkungen von Imagination zu erforschen. Mit meinen FMRT-Geräten und Studenten als Versuchspersonen. Ich will die Aktivität der Bereiche des Gehirns aufzeichnen, die bei intensiven Visualisierungen genutzt werden. Vielleicht schaffe ich es so, bei mir die gleichen Bereiche zu stimulieren und damit die Effektivität meiner Sitzungen zu erhöhen. Damit kann ich vielleicht Laura mehr Energie übermitteln. Ein Scanner.
Im Moment will ich kein neues Video machen. Aber ich sollte mir mal das Material ansehen, das ich schon auf meinem Computer habe. Ich bin mir nicht sicher, was... Der Dialoggenerator ist richtig eingestellt. Ich hoffe, Laura kann darüber kommunizieren. Hier im Haus ist irgendjemand. Hier im Haus ist die Isolationssitzung wie auf der Video. Gucken wir uns nochmal die Videos an. Wir werden irgendwas über diese Isolationssitzung herausfinden. Gucken wir uns jetzt alle nochmal an, ich weiß. Ich habe beschlossen zu versuchen, Laura bei mir zu behalten. Jahrelang habe ich mich der Frage gewidmet, ob das Bewusstsein und das physische Gehirn vielleicht gar nicht ein und dasselbe sind. Seit Lauras Beerdigung spüre ich definitiv ihre Anwesenheit. Ich habe beschlossen, mehrere Stunden am Tag im Isolationstank zu verbringen und dabei Laura zu visualisieren. Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis das führen wird, außer dass es mir vielleicht bei meiner Trauer hilft. Aber wenn ich ihre Energie aufrechterhalten kann, weil ich ihr meine Aufmerksamkeit widme, kann ich vielleicht dafür sorgen, dass sie länger bleibt. Da mich meine normale Arbeit nicht mehr interessiert, werde ich mich ganz auf dieses Projekt konzentrieren. Ich verbringe pro Tag 2 Stunden im Isolationstank mit unterschiedlichen Ergebnissen. Manchmal bin ich davon überzeugt, dass ich Lauras Anwesenheit spüre. Aber manchmal kann ich meine Zweifel nicht überwinden. Obwohl ich nach wie vor glaube, dass Laura hier ist. Der Philosoph Henry Bergson vertrat die Ansicht, dass wir uns unsere Wirklichkeit selbst erschaffen. Und das habe ich wohl. Ich lasse neue Geräte bauen, die meine Erinnerungen im Isolationstank intensivieren sollen. Heute wäre Laura 33 Jahre alt geworden. Alles Gute zum Geburtstag, Laura. Alles Gute. Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich und einiges deutet darauf hin, dass jemand hier ist. Es muss Laura sein. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich wurde Zeuge von physischen Phänomenen, die man nicht wegerklären kann. Ist es möglich, dass ich Laura bei meinen Sitzungen im Isolationstank Energie übermittelt habe, mit der sie sich manifestieren kann? Ich habe vor, über alle Vorkommnisse Buch zu führen. Außerdem will ich mich mit den Psi-Kräften beschäftigen. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Nach wie vor erscheint Laura hier im Haus. Ich habe beschlossen, ein neues Experiment durchzuführen, um die Auswirkungen von Imagination zu erforschen. Mit meinen FMRT-Geräten und Studenten als Versuchspersonen. Ich will die Aktivität der Bereiche des Gehirns aufzeichnen. Nach wie vor erscheint Laura hier im Haus. Ich habe beschlossen, ein neues Experiment durchzuführen, um die Auswirkungen von Imagination zu erforschen. Mit meinen FMRT-Geräten und Studenten als Versuchspersonen. Ich will die Aktivität der Bereiche des Gehirns aufzeichnen, die bei intensiven Visualisierungen genutzt werden. Vielleicht schaffe ich es so, bei mir die gleichen Bereiche zu stimulieren und damit die Effektivität meiner Sitzungen zu erhöhen. Damit kann ich vielleicht Laura mehr Energie übermitteln. Okay, das hat jetzt gar nichts gebracht. Ich weiß nicht, was wir oben noch machen sollen. Gehen wir vielleicht einfach noch mal ein bisschen durch die Räume. Vielleicht
stoßen wir auf Laura. I'm im. So richtig die Idee, auf was sie... Auf diesem Gemälde sieht Laura so elegant aus. Nicht so richtig die Idee, worauf das Ganze hinaus will. Entschuldigung. Los. Ich guck gleich mal ganz kurz den Fortschritt. Nachricht von Laura. Müssen wir jetzt noch entziffern? Habe ich keine Ahnung. Geisterhafte Erscheinung ist auch noch nicht komplett voll. Also, aber es ist 83%, also müssen wir jetzt irgendwie die Nachricht von Laura entschlüsseln. Ist nicht die zweite Reihe mehr im Kopf, ob die irgendwas sagte, weil da hat sich ja auch was geändert. Dieses Bett ist schon seit Jahrhunderten in diesem Haus. Laut einer Familie... Guck mal in den Spiegel. Vielleicht steht sie dann ja auf einmal hinter dir. Sie ist jetzt nicht hier. Aber ich bin mir sicher, dass Mrs. Dalton Laura gesehen hat. Mrs. Dalton hat Laura in diesem Spiegel gesehen. Aber jetzt ist sie nicht hier. Ich habe heute schon geduscht. Das sind seine, ich weiß. Das sind meine. Die kann ich auch nur von mir klicken. Badewanne. Ich kann mir Laura in dieser Wanne bildhaft vorstellen. Sie. Sorry. I'm. Hat sie damit wohl gemeint? Der Balkon zum hinteren Garten. Ich. Stuhl. Laura hat es sich immer so gerne auf diesem Stuhl gemüht. Ich gehe nochmal in den Keller. Da dauert es jetzt mal wieder ganz nach unten, aber ich möchte mal die zweite Reihe untersuchen, ob da irgendwie was steht, was wir gebrauchen könnten. Ansonsten bin ich wirklich mal wieder ratlos. Ich muss doch sagen, die Rätsel hier im Spiel sind auch wirklich nicht ohne. Also. Genau, das erste, wo ich gucken musste, war ja das auf dem Dach. Da habe ich nicht herausgefunden, wo es da weitergeht. Da musste ich ja die Tür zumachen, um hinter diesen Kasten zu finden vom Daedalus Club. Das zweite, wo ich googeln musste, war ja. Der Name von dem Typen, der seine Seele verkauft hat mit 30 Silberlinge. Das wusste ich ja auch nicht. Und dann jetzt das Rätsel hier mit dem Wortgenerator. Mit Zahlengenerator. Vielleicht hat das ja ein. Was ist das denn für eine Zahlenkopie? Macht ja auch keinen Sinn, dass das irgendwas heißt, ne? Überall Z, D, N, R, Z, O, T, P, C. Ein PC. Drin Zott. Der Dialoggenerator ist richtig eingestellt. Okay, ich kann mir jetzt hier nichts mehr angucken, was das heißt. I am den Rizot. Den PC. Ein PC. PC. Ich denke mal, PC ist wahrscheinlich auch ein... Ich weiß gar nicht, was PC ist. Ist das ein englisches Wort?
Man kennt so PC, aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wofür das steht. Ja. Drinzort. Rotzende. Drinzort. PC. Hat es nur erwähnt, dass sich hier oben was bewegt hat? Hier unten ist es ja eigentlich auch wichtig. PC. Gut, ich glaube nicht, dass das mir jetzt hier noch irgendwas bringt. Das will ja auch nicht. Ein Scanner. Ja, ich kann jetzt nicht wieder auf den PC gucken, das bringt mir ja nichts. Ich muss nicht. Ich bin planlos. Ja, planlos. Oh, Entschuldigung. Habe ich vor lauter Freude aus dem Fenster hier rausgeklickt. Planlos. Ja, planlos. So, Entschuldigung. Dieses Gerät habe ich für die Klinik gekauft. Wir haben es nie benutzt. Was mache ich denn jetzt mit der Mitteilung von Laura? Im Moment wüsste ich. Ja, weißt nie irgendwas, du Pflaume. Ja, das habe ich schon gehört, ne? Jetzt stolpere ich nie. Es gibt hier noch andere. Ich sollte wirklich einige der Flaschen einer Wohlfahrt. Okay, ich gehe jetzt einfach nochmal durch die Räume und gucke, was da neu ist. Dieser Teil des Hauses ist Jahrhunderte alt. Ja, okay, das kennen wir auch schon. Eim. Mit der Küche haben wir ja. Mit der Küche vor allem. Mit der Mrs. Dalton haben Hallo? Wir eben erst geredet. Alles in Ordnung? Ja, danke. Pinnwand. Gut, auch nichts Neues. Ich bin. Hallo? Inspektor, David Stiles hier. Sie haben meinen Fall bearbeitet, den Autounfall in Oxford. Ah, Dr. Stiles. Ja, ich erinnere mich, Ihre Frau. Ein schrecklicher Unfall. Schon gut. Ich weiß, die Sache ist lange her, aber ich habe eine seltsame Frage. Ist Ihnen an den Autos irgendetwas aufgefallen? Vielleicht an dem anderen Wagen oder irgendetwas, an das Sie sich vielleicht noch erinnern? Einen Moment bitte. Ich sehe mir die Akte nochmal an. Was führt Sie eigentlich zu dem Anruf und der Frage?
Ich dachte, ich hätte irgendetwas gehört. Es ist mir wieder eingefallen und seitdem beschäftigt es mich. Ich glaube, eine Sache habe ich Ihnen nie erzählt. Sie waren im Krankenhaus und... naja, egal. Auf jeden Fall war da etwas ziemlich merkwürdig. Das Gaspedal des anderen Wagens war irgendwie am Boden festgeschmolzen. Aber die Sache ist die, dieses Auto hat bei dem Unfall gar nicht Feuer gefangen. Kein bisschen. Das würde vielleicht erklären, warum das Auto einfach durch das Vorfahrt-Achtenschild gerast ist. Wie der Fahrer allerdings mit dem Gaspedal die 5 Meilen von zu Hause bis zum Unfallort geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Dr. Stiles? Danke. Ja, Sie haben recht. Wirklich merkwürdig. Falls ich sonst noch etwas für Sie... Ich melde mich. Oh, oh. Das war Mord. Mord. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Alles in Ordnung? Ja, danke. Okay, wir könnten noch nicht mit Mrs. Dalton reden. Vielleicht rufen wir nochmal an und rufen mal den... Ich muss jetzt nicht telefonieren. Ich guck nur kurz, wie weit und sofort. Oh, das wollte ich auch gar nicht. Achso, gut, wir haben das Bonusrätsel gelöst und sind ein bisschen weiter bei der Nachricht von Laura. Es geht ums Auto. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier raus. Hier. Vielleicht gehen wir nochmal zum... Obwohl, das ist ja nicht der Wagen. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Aber vielleicht... Gott, der Quatsch. Warum gucke ich denn jetzt hier nochmal? Trotzdem. Nur weil es hier draußen auch so schön aussieht, machen wir extra. Der Wagen ist es ja nicht, das ist ja voller Quatsch. Mrs. Dalton kümmert sich. Okay. Mrs. Dalton. Ich weiß auch nicht, wie es auf die Idee kam, aber... Ja. So. Dann gehen wir nochmal in den Keller. Vielleicht erzählt uns ja Laura jetzt noch ein bisschen mehr. Oder wir können ein Video aufnehmen oder etwas in der Art. Oh, das ist so schön. Nella! Ich bin mir nicht sicher, was Laura mir versucht. Schade. Sind wir nicht wirklich weitergekommen, ne? Im Moment will ich kein neues Video machen. Aber ich sollte mir mal das Material an... Haben wir schon gemacht. Das ist alt. Ja. Ein Scanner. Ein Scanner. Ich kann schon in die Zukunft gucken. Ich bin so begeistert. Okay, bin mir jetzt gerade wirklich sehr unsicher, was wir jetzt noch machen sollten. Dieses Geld. Im Moment wird. Entschuldigung, dass ich alles wegdrücke, ne? Ihr wisst es ja, ich. Drücke es immer weg, wenn ich das schon kenne. Und ansonsten müssten wir uns die Sätze 1000 Mal anhören und... Diese Betten wirken vermutlich ein bisschen einschüchternd. Diese... Okay, also hier unten können wir, glaube ich, wirklich gar nichts mehr machen. Vielleicht klicken wir uns wirklich nochmal oben durch die Wohnung, weil das mit dem Telefon war ja zum Beispiel auch neu. Habe ich auch gar nicht mehr mit gerechnet. Ich habe irgendwie wirklich nur so rein zufällig drauf geklickt.
Das Tafelsilber der Familie. Das Tafel... Laura hat es geliebt. Laura... Entschuldigung. Laura's Gemälde. Laura's... Laura's... So, ansonsten können wir hier auch nichts anklicken. Dann gibt es auf jeden Fall hier Laura's, nichts Neues. Die meisten. Okay. Tisch, Foyer, Schrank, ja, haben wir alles. Dann gehen wir nochmal ins persönliche Büro. Vielleicht kann er ja sein PC benutzen. Das wäre ja auch mal was Neues. Die Statue stammt aus Indonesien. Das ist... Meine... Okay. Achso, ich wollte erst die Patienten klicken. Meine Patienten. Das Bargeld sollte erstmal. Sie hat es mir. Laura und ich. Dieses hier. Das ist das. Laura. Blaue Kacheln und. Ja. Irgendetwas stimmt mit dem Foto nicht. Ich muss es genauer untersuchen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie wir da hätten drauf kommen sollen. Also manchmal muss man sich die Sachen wirklich einfach noch ein fünftes Mal angucken. So, dann gehen wir jetzt gerade nochmal ins Büro und benutzen dort den Scanner, würde ich mal so sagen. Und mit einem Blick auf die Uhr muss ich sagen, dass wir das auch leider erst in der nächsten Folge machen können. Also, wenn ihr wissen wollt, was auf dem Foto drauf ist, ne, dann bleibt dran. Und danke fürs Zuschauen, so wie immer. Lass mir den Typ jetzt noch reingehen und dann sage ich